Es ist eine Slip-Einlage. Hallo, mein Name ist Luca und meine Freundin Jule war bei... Hallo Jule erstmal. Hallo. Jule war in einem Drogeriemarkt unterwegs und hat verschiedene Produkte gekauft, die eigentlich ausschließlich für Frauen sind und von denen sie denkt, dass ich nicht genau weiß, wofür sie gedacht sind. Die wird sie mir jetzt nach und nach hier ins Bild geben und ich sag dann, was ich denke, wofür die Produkte gemacht sind. Als erstes habe ich etwas, was du, glaube ich, erraten hast. Ein Haargummi. Genau. Und davon gibt es jetzt eine neuere Version und das ist das hier. Da ist das quasi innen drin, aber kannst du mir sagen, wie so eine Art von Haargummi heißt? Mit so... Oder wie generell dieses Spiralenhaargummi? Ich schieße jetzt hier einen Quiz. Also so ein normales Haargummi, würde ich sagen, heißt Haargummi. Nee, das ist ja auch gar kein normales Haargummi. Ist ein Armband, ne? Und hier soll ich jetzt sagen, wie das hier heißt. Genau. Invisibobble. So heißen die Haargummis generell, aber das ist jetzt ein Scrunchie von der Firma Invisibobble. Und Scrunchies sind eben diese Haargummis, die so diesen Stoff außenrum haben. Aber das ist eigentlich chilliger als ein normales Haargummi. Man macht das quasi einfach so rein und dann hat man... Genau so. Ja, nice. Als nächstes habe ich das hier für dich. Das legt man sich unter die Augen? Nein. Ich dachte, das wären so Augenpads gegen Augenringe oder so, aber die sind auch viel zu groß, Alter. Wer hat so große Augen? Ist das für Füße? Ja. Packt man das in die Schuhe? Genau. Und das sind dann so wärmer oder was? Nee, das ist, wenn man zum Beispiel High Heels anhat, also hohe Schuhe. Ach, für die Hacken, ne? Nee, das ist für... vorne, weil wenn man hohe Schuhe anhat, dann ist ja das ganze Gewicht quasi vorne auf dem Vorderfuß halt. Okay, das ist ein Stück Plastik, wie soll es da nicht gemütlicher werden? Das ist so ein Gelpad. Das ist ein Gelpad? Ach, das kann man abziehen. Aber du kannst es dir auch unter die Augen kleben. So, dann habe ich als nächstes Produkt das hier. Da habe ich das mal abgeklebt, was da drauf steht. Hangover 3 in 1. Das ist so ein Shot nach dem Nein. Also hier steht drauf. Warte, wie machen das die ganzen Blogger? Ah, look, my new. Look, buy it. It's. Das kann man im Luca-Shop kaufen. Luca-Shop.de. Prime Set Refresh, ein Hangover 3-in-1 Oil Free. We love your skin even when you don't. Also es ist eine Creme fürs Gesicht. Ist das dieses Spray, was man essen kann? Nein. Oh, das ist ein Deo? Nein. Auch nicht. Ich dachte wegen Set Refresh und dann wieder verhüten. Verhüten. Das ist ein Setting Spray und das benutzt man, nachdem man sich geschminkt hat, um sein Make-up zu fixieren. Dass es quasi geschützt ist. Genau, gegen Umwelteinflüsse, Spucke. Das riecht nach Kokos. Ich glaube, du wirst drauf kommen, was es ist, aber ich glaube, du wirst nicht wissen, warum man es macht. Das ist quasi eine Kombination. Das ist, ist das ein Nagel? Ja. Hast du extra einen Nagel dafür gemacht? Also hier steht ja schon drauf Fingers und ich glaube, das ist Nagellackentferner, aber extra starker Nagellackentferner, falls nicht. Nein. Ja, es sieht nicht so aus, als wäre es jetzt so ein krasser Nagellack. Das sieht halt so aus, als wäre das so Alkohol-Nagellackentferner, den man zwar nicht auf seine normalen Fingernägel macht, aber halt auf so Fake-Fingernägel. Aber was brauchst du denn, damit du Fake-Fingernägel überhaupt auf deinen Nägeln hast? Geld? Nein. Einen Termin im Nagelstudio? Wenn du jetzt dir diesen Nagel anguckst, wie kriegst du den denn jetzt auf deinen Finger? Ach, das ist Kleber. Ja. LOL. Kleber. Geht kein Tesafilm? Als nächstes habe ich einen Stift, da habe ich auch wieder abgeklebt, wofür genau der ist. Da würde ich auch sagen, machst mal den Deckel auf und guckst dir das mal an und machst vielleicht das mal auf deine Hand, um dir das so ein bisschen... Das weiß ich, wofür das ist. Augenbrauen. Was? Ja, das sieht man doch. Guck mal, da ist so ein, dieses kleine Dings, ey, das sieht aus wie so eine kleine Mini-Hand. Also ich finde, hier kann man schon erkennen, dass das für Augenbrauen ist. Du kannst sonst nicht mal Augenbrauen und Wimpern auseinander. Ja, aber jetzt habe ich hier eine Krone. Also wenn ich das mal auf meine Hand mache, das... Kommt gar nichts raus. Das schmiert man sich so in die Augenbrauen, beziehungsweise kämmt sich damit die Augenbrauen und dadurch werden die so ein bisschen voluminöser. Genau, das ist ja, hat eher so eine geteilte Spitze und wenn man damit dann malt, quasi, dann malt man sich so kleine Härchen und dadurch werden die Augenbrauen dann so dichter. Das nächste Produkt ist das hier, das kannst du auch gerne aufmachen, wenn du möchtest. Das sieht so aus wie wieder was, was man sich nicht in die Schuhe legt. 2000 Jahre später. Also es sieht auf den ersten Blick... Das ist Tampons. Bist du wild, ne? Ist das, was man sich da unten reinlegt? Binde? Ja. Kann das binden? Nein. Es sieht auf den ersten Blick aus wie so Pflaster. Die... Alter, das sind ja brutal viele, die hier drin sind. Aber die sind zu dünn für Pflaster, deswegen...
Kann es sein, dass das so Stripes sind, die du dir auf die Nase machst? Dann kannst du so Mitesser abziehen? Nein. Nein. Kaugummi? Nein. Das sieht so ein bisschen so aus. Es sind Gesichtswachsstreifen. LOL. Also Mädchen haben ja auch manchmal so ab und zu so ein bisschen Haare irgendwo im Gesicht. Und dann lässt ja die ganze Zeit so ein Schnurrbart wachsen. Ja, und falls ich den dann mal nicht mehr haben möchte, kann ich die damit abmachen. Mit Sommerbinde. Man kann die auch klein schneiden und sich dann die Augenbrauen damit formen. Ach. Geil. Geil, oder? Geil, Digga. Braucht die nicht. Da wurde wieder abgeklebt, wofür es ist. Das ist das hier. Trended up. Also es ist von beiden Seiten zu benutzen. Auf der einen Seite... Oder ist das Nachfüll? Das ist zum Austauschen. Nagellackentferner. Es ist ein Nagellack-Korrekturstift, wenn du sie... Digga, das ist ja schlimmer als Raketentechnik. Wenn du dir deine Fingernägel lackierst und irgendwie übermalst, dann kannst du damit ganz einfach das dann korrigieren. Das ist total praktisch. Also quasi ein Tintenkiller. Tintenkiller hat mich immer so gerettet in der Schule. Wart ihr mehr so die Leute, die so einen Tintenkiller hatten mit so einem Stift? Oder hattet ihr so dieses Klebeding? Weißt du, was ich meine? Ich hatte so eins, das sah aus wie so ein Elefant und dann konnte man damit so kleben und dann kam aus dem Rüssel dieses Weiße. Wir machen weiter. Als nächstes Produkt habe ich das hier für dich. Das heißt Tangle Teaser. Ja, das steht ja auch drauf. Oh, stimmt. Und damit kann man sich die Haare kämmen. Und warum sind Tangle Teaser so beliebt bei Mädchen? Weil die eben so klein sind und weil die relativ schmerzfrei die Haare kämmen. Exakt, das ist auch der Grund, warum ich die so gern mag und hab. Ja, also der Tangle Teaser ist natürlich Wahnsinn, da kann man sich schon mal so... Alter, das ist wie wenn man so Kopf-Scratches bekommt. Oh, kann sogar mein Bart damit kämmen. Jetzt habe ich etwas für dich. Ich weiß nicht, ob das sogar vielleicht gar nicht so viele Mädchen kennen, aber es ist eher was ein Mädchen benutzen würde. Ist ein Bimstein? Nein. Ist es Seife? Nein. Bruh. Wenn man es benutzt, wird es weich. Ist das vielleicht so ein rauer Peeling-Schwamm? Ja. Im Ernst? Ja. Okay, nice. Ja, aber ich dachte, wenn da Wasser drüber läuft und das weich wird, dann kann man damit bestimmt irgendwie... Ja, das ist so ein sich richtig gut kratzen. Ein Cognac-Schwamm. Cognac-Schwamm? Ist Cognac nicht Alkohol? Oder man benutzt es als Armband, genau. Ja, High Fashion. Jetzt mal wieder was Einfaches, was du, glaube ich, direkt wissen wirst. Concealer? Ja. Nice. Ja, das, ja. Wofür benutzt man Concealer? Den benutzt du, wenn man gerade beispielsweise das Gesicht gewaschen hat und dann hat man es halt sauber gemacht und dann packt man so eine Feuchtigkeitscreme drauf oder so und dann das als Grundlage für das Make-up. Nee. Natürlich. Das ist einfach, um Pickel abzuwecken und um Augenringe. Ja, das meine ich doch. Das ist doch die Grundlage vom Make-up. Nein, man macht, eigentlich benutzt man erst Foundation und dann benutzt man... Die Taube hat gerade gekackt. Ja. Ja, danke dafür. Jetzt habe ich etwas sehr Mädchentypisches für dich. Klebt man dich vielleicht ins Gesicht und zieht dir mit die Barthaare ab? Ich glaube, das hier ist tatsächlich eine Binde. Das ist so etwas Ähnliches wie eine Binde. Klopapier? Nein. Das ist eine Slip-Einlage. Eine was? Eine Slip-Einlage. Das klebt man sich quasi in seine Unterwäsche, um eventuell austretende Flüssigkeiten zu empfangen. Ihr seid ein ganz komisches Volk. Das letzte Produkt ist das hier. Bah! Sind das diese Tide Pods? Sind das nicht diese Dinger, diese Tide Pods, die waren noch in Amerika, das war so ein übelster Trend, dass sie die alle gegessen haben? Nein. Obwohl das eigentlich so für Spülmaschinen-Tabs waren oder Waschmaschine oder so. Also das hier fühlt sich, das kann man gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Darf ich nur kurz fragen, ob man das noch offen macht, bevor man das nutzt? Nee, das benutzt man so. So. Das ist ein Silikonschwamm. Das ist doch kein Schwamm. Kann er sich vollsaugen mit Wasser? Nein, eben nicht. Aber hä? Es wird so genannt, weil eigentlich benutzen ja alle Mädchen, siehst du ja bei mir auch immer, diesen Schwamm, um das Make-up so ins Gesicht zu kloppen. Aber bei dem Schwamm ist es halt so, dass der das ganze Make-up ja aufsaugt, man dann total viel braucht. Und deswegen haben die jetzt das hier überlegt. Und dadurch, dass der halt aus Silikon ist, braucht man nur ganz, ganz wenig, weil der eben nichts aufsaugt. Ah.
an der Stelle würde ich das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Ein riesiges Dankeschön an Jule. Kein Problem. Dafür, dass du die Sachen hier rausgesucht hast. Wenn euch meine Reaction auf einige typische Frauenprodukte gefallen hat, dann würde ich mich sehr, 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 sehr doll über einen Daumen hoch von euch unter dem Video hier freuen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ich davon eventuell mal einen zweiten Teil machen soll. Oder ob ich mal typische Männerprodukte kaufe und Jule sagen soll, wofür die sind. Und abonniert meinen Kanal. Danke.